sagen, aus drei ganz bestimmten Gründen Nein zu dieser No-Bid-Lab-Initiative. Ich finde es als Angriff auf unsere Demokratie und auf unsere neutrale Information. Weil wenn Konzessionen versteigert werden, ist ganz klar, dass nur der mit dem dicksten Portemonnaie nachher Konzessionen bekommen kann. Ein zweiter Grund ist, wir würden die Solidarität mit unseren kleineren Sprachteilen in der Schweiz aufgeben. Die leben davon, dass sie auch Gebühren bekommen, die Deutschschweizer zahlen. Wenn diese Gebühren nicht mehr eingezogen werden, würde man auch dort keine Sender mehr bringen in diesen Minderheiten, Sprachregionen, also Französisch, Italienisch und Rätoromanisch in der Schweiz. Und der dritte Grund ist, es ist ein Abbau von der Medienvielfalt in der Schweiz. Ganz viele kleinere Sender leben davon, auch dass sie von den Gebühren auch subventioniert werden, auch einen Teil überkommen. Und wichtige Medien wie ERF und so könnten nicht mehr überleben. Darum ganz klar ein Nein zu den Mobilen.